Ja, moin moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Deutschlandurlaub. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade an einem Strand auf der wunderschönen Insel Usedom und heute zeige ich euch ein paar Impressionen von der Insel, zeige euch die schönsten Strände, weil ich mir dachte, komm, in den letzten Episoden waren wir so oft in den Bergen unterwegs und so viel wandern, was natürlich auch geil war, aber jetzt brauchen wir unbedingt auch ein paar Beach-Vibes und ein bisschen Sommergefühl und ja, heute dreht sich die ganze Episode um Usedom und übrigens habe ich noch eine Playlist für euch erstellt mit den ganzen Deutschland-Urlaubs-Episoden. Die könnt ihr jetzt hier finden und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. Bis gleich! So, meine Lieben, ich bin endlich angekommen auf der wunderschönen Insel Usedom und ich habe direkt mal mein Auto geswitcht hier auf so ein Bike. Kostet 7 Euro, damit kommt ihr perfekt über die Insel. Wer Bock hat, kann sich auch ein E-Bike mieten, kostet glaube ich dann aber 25 Euro. Ich dachte mir, ich bin ein bisschen sportlich unterwegs und mit dem wunderschönen Gefährt werden wir heute die tolle Insel erkunden. Und ich bin ja heute direkt mal zum Strand gefahren und zeige euch ein paar Eindrücke. Der erste Stopp auf unserer Agenda ist eines der drei populärsten Seebäder hier. Und zwar sind wir gerade in Ahlbeck. Hier findet ihr auch die älteste Seebrücke Deutschlands, beziehungsweise die älteste erhaltene Seebrücke Deutschlands. Hier schön gemacht aus Holz. Und da könnt ihr einfach mal so 200 Meter reinlaufen ins Meer. Und das Besondere an Ahlbeck ist, ihr habt so ungefähr 15 Minuten bis zur polnischen Grenze. Da könnt ihr schön nach Świnoujście gehen. Könnt ihr schön ein Piwko zischen, na zdrowie. Aber wir bleiben jetzt auf der deutschen Seite, fahren von hier aus gleich weiter Richtung Heringsdorf. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein Outdoor-Kino zu besuchen. Also ganz viele Attraktionen sind hier möglich. Und ja, wir schauen uns mal hier die Strände an. Sieht richtig cool aus. Die Sonne kommt gerade raus. Einfach nur der Hammer. Aus dem Grund solltet ihr euch auf jeden Fall Fahrräder ausleihen. Zu meiner Rechten schön das Meer, zu meiner Linken solche geilen Villen oder Hotels, ich weiß es nicht. Ist einfach nur mega cool und die Promenade ist 12 Kilometer lang. Kommt von Ahlbeck bzw. eigentlich schon von der polnischen Grenze aus direkt bis nach Bansin. Könnt alle drei Badeorte abchecken. Ist einfach nur richtig cool. Jetzt einen Stopp einlegen, denn an der Promenade entlang kommt ihr an den krassesten Villen überhaupt vorbei. Schaut euch das mal an. Das sieht aus wie das Weiße Haus. Also jetzt sind es wahrscheinlich, glaube ich, eher so Feriendomizile, aber früher musste hier wohl die Elite der Elite gewohnt haben. Das ist einfach nur heftig, was hier abgeht. Könnt ihr euch so einen Strand kaufen. Ihr legt euch einfach so in den Strand, weil wenn ihr so ein Ding mietet für den ganzen Tag, dann müsst ihr auch den ganzen Tag am Strand verbringen. Ich habe jetzt auch schon ein bisschen Hunger gekriegt und deswegen gönne ich mir jetzt wahrscheinlich ein geiles Fischbrötchen. Und dann packe ich meine Sachen mal wieder ein. Oh. Der ganze Fahrradfahren macht einen schon so ein bisschen hungrig. Und vor allem riecht das auch überall so geil.
Und direkt am Strand findet ihr hier Uwe Krügers Fischerbütchen. Ich dachte mal, Namensvetter muss ich auf jeden Fall mal abchecken. Und das sieht auf jeden Fall gut besucht aus und sehr einladend. Deswegen holen wir uns mal ein paar Snacks hier. So, Jungs und Mädels, ich würde sagen, ich habe es mir verdient nach der ganzen Fahrradtour. Ich habe mir hier so ein kleines Matthias-Brötchen besorgt. Ich würde sagen, Backfisch sah jetzt nicht so mega geil aus, da kenne ich auf jeden Fall bessere Spots. Aber vielleicht werden wir noch den einen oder anderen Spot anfahren. Ich meine, ich habe ja immer Hunger. Aber jetzt gönnen wir uns erstmal so ein kleines Bierchen. Ich muss mal gucken, dass der Typ hier mein Fahrrad nicht umfährt. Nee, hat er alles im Griff, der Junge. Ich muss sagen, die Matthias Brötchen vom Krüger sind unnormal geil. Lohnt sich auf jeden Fall mal hinzukommen und das Matthias Brötchen abzuchecken. Backfisch, naja, sah nicht so gut aus auf den ersten Blick, sorry. Will nicht zu früh urteilen, aber Matthias Brötchen unnormal geil. Matthias Brötchen war auf jeden Fall geil. Dann kommen wir mal zu einer kleinen Review von den Stränden. Ahlbeck und Bansen sind für mich die absoluten coolsten Strände. Heringsdorf war ein bisschen überlaufen, muss ich sagen, und so, ja, Touri-mäßig, ne? Ich würde sagen, das ist eher was für so Familien mit Kindern, ein bisschen mehr Attraktion. Wir haben da so ein Outdoor-Kino, ja. Aber so, ich bevorzuge die schöne Landschaft und deswegen so meine Top-Strände sind auf jeden Fall Ahlbeck und Bansen. Bansen ist ja auch mega schön, da habt ihr so ein tolles Amphitheater, wenn ihr die Promenade bis zum Schluss fahrt. Oh mein Gott. FKK-Strand, also aufpassen, mit Augen zu durch, aber nee, macht mega Spaß hier einfach die Promenade lang zu heizen, ihr habt überall die Möglichkeiten hier euch ein Bierchen zu gönnen, ein Fischbrötchen, also es macht unfassbar viel Spaß. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein paar Eindrücke zu den Stränden vermitteln. Ich meine, jeder bevorzugt was anderes, ich bevorzuge eher ruhigeres, bisschen schönere Landschaften und brauche nicht diese Aktivitäten, aber falls ihr irgendwie mit Kindern unterwegs seid, mag es ja vielleicht etwas für euch sein. Und jetzt ächze ich noch mal schnell mein Bier und dann heizen wir noch zu einem weiteren interessanten Ort. Ich würde sagen, Prost! Wir sind angekommen im ersten Museum, beziehungsweise auch dem letzten Museum wahrscheinlich auf meiner Deutschland-Tour. Ich halte eigentlich nichts davon, aber das finde ich hier echt mega interessant, denn das ist der Geburtsort unserer Weltraumreisen. Ja? Hier wurden die ganzen Technologien entwickelt, damit wir überhaupt Raketenantrieb haben, Düsenjets, alles Mögliche wurde hier getestet und die ganzen neuen Technologien, dass wir Satelliten ins Weltall schießen. Das wurde alles hier geboren und ich fand es mega cool, hier hinzukommen, um zu sehen, wie das Ganze getestet wurde. Hinter mir seht ihr die V2-Rakete, die im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Und ich zeige euch mal ein paar Eindrücke von dem ganzen Museum hier. Ich finde es auch einfach wichtig zu sagen, dass unser ganzer Fortschritt der Weltraumtechnologie auf eigentlich einer sehr düsteren Vergangenheit liegt. Und zwar auf dem Test von diesen V1 und V2 Raketen, die ja eigentlich Waffen waren. Aber der heutige technologische Fortschritt wird natürlich auch genutzt, um Düsenjets zu betreiben und ja, Satelliten ins All zu befördern. Und das Ganze hier ist eigentlich der Geburtsort dieser Technologie. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat die Usedom-Episode gefallen. Ich bin jetzt wieder zurück und dachte mir, ich brauche jetzt nur eine kleine Stärkung. Deswegen habe ich mir hier so eine geile Fischsuppe gegönnt. Sieht richtig gut aus und schmeckt auch richtig gut. Dazu auch noch so ein kleiner Backfisch, ne? Nicht zu kurz kommen hier alles. Und ja, ich muss sagen, ich bin echt begeistert von Usedom. Sah richtig schön aus. Morgen geht es übrigens auch nochmal nach Rügen. Das heißt, da sehen wir uns in der nächsten Episode. Aber lasst mir gerne Feedback da, wie es euch gefallen hat und vor allem, was euer Lieblingsstrandabschnitt war. Meiner war auf jeden Fall Ahlbeck und Bansen. Richtig coole Badeorte, ein bisschen entspannter und sehr idyllisch. Und jetzt haue ich mir mein Süppchen hier rein und dann sehen wir uns in der nächsten Episode, würde ich sagen. Und wenn ihr mal in Usedom seid, kommt ihr auf jeden Fall zu Uwe Krüger und probiert die Fischsuppe. Unnormal lecker. Guten Hunger und bis zum nächsten Mal.